Der Investor Summit wird bereits zum 10. Mal durchgeführt, jedoch zum ersten Mal in Liechtenstein. Liechtenstein ist für Investoren sehr offen. Es gibt natürlich verschiedene Spezialfaktoren, die man berücksichtigen muss bei uns im Land. Ein Punkt ist sicher die ganze Thematik Bodenpreise, also die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen. Ein anderer Faktor ist der Fachkräftemangel, den man immer raushebt. Dort versuchen wir rückgestürzt zu gehen, indem wir noch mehr Energie in das Thema duale Berufsbildung stecken. Und insgesamt, denke ich, ist Liechtenstein aber sehr offen für Investoren. Wir brauchen noch Investoren. Ich glaube, wir wollten auf der einen Seite ein bisschen provozieren, um auch Aufmerksamkeit zu erregen und zum anderen eben aufzurütteln und zu sagen, wir müssen Zukunft gestalten. Zukunft, das sind für uns junge Unternehmen, die unser Wachstum und unsere Beschäftigung sichern werden mit Innovationen. Und wir sehen eben zunehmend, dass viel Kapital in diese Unternehmen hineinfließt. Wir glauben zunächst in den Mittelstand, später aber auch in große Unternehmen, Konzerne, und dass wir die Kapitalhoheit verlieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wir eben große Vermögen und Ersparnisse haben in Versicherungsgesellschaften, in Pensionskassen, die sich mittlerweile eben in die Schwellenländer orientieren. Wir glauben, dass es sinnvoll wäre, einen kleinen Teil, beispielsweise 1% dieser Vermögen hier in wachstumsstarke und innovative Unternehmen umzulenken. Denn das Geld, das wir in den Schwellenländern investieren, über die Staatskonzerne, die sich dann hier einkaufen, ohnehin wieder hier landet. Wir sollten selber und direkt diesen Weg suchen und glauben, dass das eine gute Möglichkeit wäre, die Standorte hier zu stärken. Liechtenstein hat aktive Wirtschaftspolitik. Wir möchten noch attraktiver werden. Aber man muss auch vielleicht einmal sagen, wir sind schon bereits auf einem sehr hohen Niveau. Und in bestimmten Bereichen geht es auch eher um Verteidigung als um Angriff. Also man sollte nicht immer mehr wählen, sondern man sollte vielleicht auch bestimmte Sachen, die sehr gut sind, auch verteidigen. Es ist genauso gefährlich, Sachen zu verlieren, die man einmal erreicht hat, wie wichtig, neue Sachen zu gewinnen. Also die Standortstrategie von Liechtenstein sollte beide Aspekte berücksichtigen. Verteidigen von dem Guten, das wir haben, und schaffen von neuen Sachen, die ebenfalls gut sind.